Großes Kino in Berlin. Im bekannten Kino Zoopalast hat der Leichtathletik-Kurzfilm Urban Records Premiere gefeiert. Der Heißmacher auf die Europameisterschaften 2018 lockte zahlreiche Prominente aus Sport und Showbusiness in die Hauptstadt. Ich bin, wie Sie wissen, Sportfan, ich bin Leichtathletik-Fan. In meiner Sportart muss man auch den einen oder anderen Hürden laufen, nehmen. Und ich komme auf jeden Fall, ja. Es ist sehr wichtig, weil die Leichtathletik in Deutschland ein bisschen untergeht im Gegensatz zu den anderen Sportarten. Und das hier alles wird uns halt dabei unterstützen, helfen, Leichtathletik den Menschen ein bisschen näher beizubringen, ein bisschen interessanter zu gestalten. Und ja, wir profitieren sehr gut davon eigentlich. Ich hoffe, dass sich das so jetzt festigt und hängen bleibt bei den Leuten, dass die anderthalb Jahre jetzt drauf fiebern, sich morgen Karten kaufen, die dann an die Wand hängen und denken, ich freue mich drauf, dass in anderthalb Jahren ich endlich ins Olympiastadion gehen kann. Im Film üben Speerwurf Olympiasieger Thomas Röhler, Sprinter Julian Reuß und Weitspringerin Sostene Mogenera ihre Sportarten in der Berliner City. Eine beeindruckende Weltpremiere und tolle Einstimmung auf die EM im kommenden Jahr.